Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Big Webber und ihr seht mal wieder Poker Rogue. Nach dem erfolgreichen Wasser-Only-Run habe ich mir überlegt, als nächstes Elektro anzugehen. Also Elektro-Only. Wir haben einige gute Pokémon zur Auswahl. Von legendär, mythisch, was weiß ich, bis alles. Zeraora reizt mich gewaltig, ne? Mit Funkensprung, Steigerungshieb, Mogelhieb und noch Schwertanz, den wir drauf machen können. Boah, Voltrion ist natürlich auch mit Bestienboost mega geil. Hitzekoller und Gigasauger. Mit Zekrom habe ich es tatsächlich schon geschafft. Der ist natürlich mega stark, aber dann kann ich kein anderes Pokémon mitnehmen und dann wird es eng. Also ich habe wirklich viel gute Auswahl dabei. Morpeko, Iguana, der Togedemaro mit Robustheit und noch dazu plus Verteidigung. Könnte mega werden. Die Frage ist, wenn wir wirklich Voltrian nehmen, dann haben wir nur zwei Pokémon dabei. Definitiv nur. Die Möglichkeit, 3 zu nehmen, natürlich ist Pikachu auch immer eine die Möglichkeit. Aber auch verschiedene Formen, theoretisch. Wesen wäre hart zum Beispiel interessant. Das Angriff, aber der hat Spezialangriff. Ernst. Schwierig, echt schwierig, Leute, hier was zu wählen. Rotom ist auch sehr stark. Wir haben Elisilba mit donnernder Tritt und Flammenblitz und Blitzfänger. Wir haben Emolga mit Hitzewelle. Wir haben die Dene mit Überschallknall, Ränkeschmied und Vitalsegen, was auch sehr stark ist. Boah, es ist echt schwer. Vom Voltrell heißt er in der ersten Stadium, haben wir alle Eierattacken frei, alle 4. Wo bekommen wir Blitz-Pokémon? Wir bekommen Blitz-Pokémon mit Glück auf der Ebene Pamo. Mit dem habe ich es, glaube ich, aber schon geschafft, was eigentlich egal wäre grundsätzlich. Wir bekommen im Kraftwerk Magneto, Voltoball kann kommen, Pikachu kann kommen zwischendrin. Wir könnten Wolli mitnehmen. Voltilam habe ich aber, glaube ich, noch nicht gesehen. Elisaba kommt mit Glück. Wir versuchen einfach mal. Wir nehmen Voltriant mit. Schnitzel. Ja, kurz das Essen abklären hier, Leute. Wichtig, ne? Ihr wisst Bescheid. Mit Gigasauger, Donnerschock, Ladevorgang brauchen wir nicht so lang wahrscheinlich, aber wir nehmen ihn mal mit. Dann wirst du unser Carry. Und dann bin ich echt am Überlegen, ob ich Togedemaro mitnehme. Mit Sternenhieb, Robustheit. Boah. Die Auswahl ist so groß und so schwer. Fritzelblitz haben wir noch nicht. Wie Flünschling auch interessant. Voldi ist interessant mit Donnerzahn und Eiszahn. Und Schwertanz. Leck mich am Arsch. Den können wir aber fangen. Parabolladung auf WhatsApp. Puh. Leute, da habe ich echt viel gute Auswahl. Wir haben den speziellen Voltoball. Ich glaube, Alola wollte Ball oder was auch immer das dann ist. Lampi. Sturmblitz, Voltwechsel, Blubsauger. Gut. Wir nehmen Elektrofee, glaube ich, rein. Fähigkeit, Mitnahme. Noch besser.
glaube, wir nehmen tatsächlich Ding rein, ne? Mehr Initiative, dafür weniger Verteidigung. Attacken ändern. Routenschlag auf jeden Fall raus. Für den Überschallknall. Ränkeschmied. Talsegen. Spezialangriff wird stark gesteigert. Überschallknall ist mega. Okay. Wir gehen mit Voltriant und Didene. Starten so rein. Und dann schauen wir mal. Also Voltriant. Na gut, Vogel-Pokémon, ja. Okay, alles klar. Pokebälle. Durch seinen Bestienboost. Thunderbonbon auf die Dene direkt. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, der Bestienboost Spezialattacke. Alles Spezialattacken. Ja, dann okay. Pizzekoller. Sehr starke Feuerattacke. Die Dene gleich das nächste Level. Warum auch nicht? Superbälle werden wir brauchen. Ein Zigzags. Nagelotz. Ciao. Also mit Voltriant werden wir erstmal durchmarschieren wahrscheinlich. Die Frage ist halt, nehmen wir Volltreffer, bekommen wir relativ zügig Blitz-Pokémon? Das ist die große Frage. Wir denn ja gleich weiter. Hitzekola haben wir nicht so viele. Die Dene holt die Beere rein. Sehr gut, Voltrian kriegt KP plus. So, Wasser-Pokémon bitte. Leider Floink. Naja, es gibt Schlimmeres. Aber ein Wasser-Pokémon wäre natürlich perfekt gewesen. Das ist schlecht für uns. Der Voltrian, weil der hat Blitzfänger meistens. Brauchen wir einen Trank? Eigentlich nicht. Donnerschock auf Micro. Überschallknall geht, glaube ich, auf alle, ne? Ja, dann mach halt einen Magenbubbler. Vielleicht wird er paralysiert, sehr gut. Die Dene ist schneller als Voltreal, ne? Voltreal. Wir machen ihn voll. Kommt, Finale. Wolli. Wird Wolli zum Voltilam? Weiß es gar nicht mehr. Kann schon sein. Egal, ist tot. Hier könnten wir Pamu, glaube ich, finden. Oder sogar Voldi. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Irgendein Blitz-Pokémon werden wir kriegen. Donnerwelle. Warsturm sind das Ziel paralysiert. Ach, das ist das Paralysier-Ding. Safe paralysieren. Überladevorgang. Ja, komm. Nugget, nehmen wir mit. Graffel.
Wir nehmen das Nugget. Pikachu! Donnerschock. Er hat's überlebt. Müsste doch eigentlich ein Pokéball lang, oder? Ja, ist gut. Wir haben Pikachu mit Tough Cosplay. Statik und ein neutrales Wesen. Initiative und KP sind halt mega beschissen. Egal, wir nehmen es mit. AP Plus für Hitzekoller. Du machst jetzt mal einen Gigasauger. Erinnerungspilz. Ränkeschmied, natürlich sehr geil. Darm, Bitterkuss. Wir nehmen den Ränkeschmied. Nehmen Kameradschaft aus. Okay. Kampf-Pokémon, keine Ahnung. Sehr gut. Der Voltrian ist so stark. Er trägt uns durch. Ladevorgang bei Dedenne. Nee. Tempo. Tauros. Boah, wenn ich den mal in einem normalen Run gekriegt hätte. Der Wurzler ist, um zu heilen, ne? Der Donnerwelle, warum nicht? Nugget. X-Spezialangriff. Düsselgur, alle mit ihrem Scheißruck zu Kieb, ey. Inzahlung ist auch kacke. Ne, wir nehmen X-Tempo. Und du machst einen Gigasauger. Ist er wieder voll. Dieser Elixier braucht kein Mensch. Benni. Ja, komm, dann beende es. Hitzekoller hat halt einen Nachteil. Es senkt unseren Spezialangriff. Das heißt, minus 2. Deswegen Hitzekoller mit Vorsicht zu genießen. Und natürlich, die Musik hier in der Metropole ist mega. Komm dir denn? Yorklef. Riesennugget. Hefel. Lockstimme braucht kein Mensch. Nugget. Gigasauger zwischendurch. Sonderbonbon für Pikachu. Elektroball. Je höher die Initiative im Vergleich zum Ziel, desto stärker trifft's. Ja, können wir dann eine Weile dafür rausnehmen. Da ist wieder Ivy. Der Kokel.
Nitro-Ladung macht ihn schneller. Ich glaube, das funktioniert nicht bei ihm. Oh, doch. Sehr gut. Das ist Glück. Das ist wirklich Glück in dem Fall. Offenlegung war gegen Scanner und so Zeug, ne? Ja. Brauchen wir nicht. Nochmal ein Flieger, der Adebum. Das ist natürlich gut für uns, der Flieger. Der ist wirklich gut für uns in dem Fall. So. Wir heilen Pikachu einmal. Voltrian bekommt einen Beleber. Terry Bark. Jetzt sind wir sowieso drin. Flying Press. Und ein Donnershock. Denne versucht Donnershock zu erlernen. Ist auf jeden Fall stärker als der Wannenrubbler. Pikachu lernt Funkensprung. Funkensprung ist stärker als Donnershock. Nugget. Voldi! Superball, gehen wir auf Nummer sicher. Voldi, Spezialverteidigung, Max, Angriff hoch. Apport, weiß ich nicht, was Apport ist. Sanft. Wir haben Voldi. Bonbonglas ist natürlich auch mega. Ein Supertrank. Wir nehmen das Bonbonglas mit. Voltrian mal wieder rein. Direkt Hitzekoller, mir scheißegal, töte es. AP plus Hitzekoller. Polizist. Snubbull. Da. Und Mangalien. Magnalien heißt der. Lauf hinaus. Voltrian möchte Funkensprung lernen. Ist auf jeden Fall stärker als Donnershock. Linse. Erhöht die Genauigkeit der Angriffe um 5. Ist immer interessant. Wir machen erstmal Voltrian voll, weil jetzt kommt Finalkampf und nehmen aber die Brunusbeere. Funkensprung. Oh je. Okay. Ist Funkensprung keine Spezialangriff? Kann das sein? Na klar, ist es nicht. Schlecht für uns. Das Elendsviertel. Ja. Das heißt, Funkensprung ist eigentlich mega kacke, ne? Ein Unrat Hytox. Scham ist Fee.
Oh Mann, wir haben Scheiße gebaut. Definitiv Scheiße gebaut sogar. Wow. Okay, alles klar. Auf jeden Fall heben. Oh, Seelentau. Ich muss mal kurz gucken. Und zwar... Spezialangriff geht hoch. Angriff geht runter. Bei ihm ist Initiative Verteidigung runter. Der ist neutral. Der ist auch neutral. Dann Waldwerend. Team Rocket Hammer, okay. Boden ist scheiße gegen Elektro, aber Pflanze ist gut gegen die, das ist wichtig. Schockwelle. Mit dem Funkensprung raus. Katsche versucht Agilität zu lernen, damit wird er schneller werden. Hätte man echt den Elektroball rausnehmen, den benutzen wir eh nicht. Wir haben ein Vibor. Wir haben die Hitzewelle. Der Dennis sammelt eine Beere nach der anderen hier. Wir müssen die zwischendurch mal verteilen. Jetzt müsste Schockwelle ja auch wieder mehr Schaden machen. Jawohl. Was hat denn die denn jetzt mittlerweile? Schon zwei Zitrobeeren, eine Brunusbeere. Alle mal auf Voltriant. Morgan ist weg. Erinnerungspilz. Voldi, was hast du noch? Nix. Pikachu hat er noch irgendwas? Eigentlich nicht. Voltriant. Auch nicht. Die Dänne noch irgendwas? Nö. Also brauchen wir nicht. Nehmen wir Lockparfüm. Scheiß drauf. Wir haben jetzt aktuell plus 3, machen jetzt eine Hitzekeule. Plus 2 nur noch. Parabolladung ist geil. Damit bekommen wir Leben zurück. Voltriant versucht Hypnose zu erlernen. Schlaf versetzen. Ich glaube, wir nehmen den Verwurzler dafür raus. Ich glaube, Hypnose könnte uns echt helfen später. Oh, Voldi entwickelt sich. Belektro. Der müsste jetzt, glaube ich, Biss lernen, ne? Dann irgendwann. Oh, EP-Teiler, ein dritter. Uhuhu. Nein, wir machen Schockwelle. Sonderbonbon. Die Dinne. Nein. Da. So, Welle 40. Bis Welle 50 machen wir wieder heute in dem Video, wie immer. Kampf-Pokémon. Hitzekeule trifft nur ein. Nimm du den höheren und du gehst mit Parabolladung auf alle. Damit wird auch Voltriant getroffen. Okay, aber nach der Baustelle könnten wir ins Kraftwerk kommen, ne?
Zitrobeere. Er hat schon zu viele, dann die Dinne. Der ist schlecht für uns. Aber wir haben Gigasauger, fällt mir gerade ein. Schweif. Grundsätzlich nicht schlecht. Nehmen wir für Agilität rein. Dynamax. Mit dem Dynamax-Gedöns bin ich mir nie sicher, wer kann das nicht. Wir nehmen es mal mit. Oh, Magnetilo. Welcome in my team. KP sehr gut, Initiative sehr gut. Robustheit und Robust. Willkommen. Da fehlt uns nur noch ein Pokémon, ne? Sehr gut. Wir nehmen Snugget. Ein Polizist. Akani. Alle Bären verbraucht. Na egal, kann man nichts machen. Ist halt so, wie es ist. Voltwechsel ist das Austauschen, ne? Ne. Elektroscham. Gib mal den Brüller mal rausnehmen, den brauchen wir eh nicht. Ah, Magnetilo entwickelt sich. Magneton! Sehr gut. Triplette, ja. Wir haben Funkensprung, Elektroball und Magnetflug. Eide schreibt auch kein Mensch. Wir heilen uns mal voll. Ein Elektro-Pokémon brauchen wir noch. Eine Zaghaftmünze macht ein neutrales Wesen. Moment, wir gucken mal schnell. Hastig. Initiative, Verteidigung. Zaghaft ist nix. Sanft ist nix. Robust ist schon neutral. Spezialangriff hoch, Angriff runter. Nee, brauchen wir nicht. Übertrank für Magneton. Schockwelle. Mysterwellen sind mega geil. Spezialangriff ist stark. Das ist sehr, sehr stark. Gegen zum Ende hin brauchen wir das. Nehmen wir mit. Belektro mal ein paar Level hoch, dass wir alle mal wieder hier ein bisschen rankommen. Verstehe ich eh nicht, wir haben 3 EP-Teiler und gefühlt kriegt nur einer EP. Großlinse für Pikachu. Da ist ein Magneton, Hitzekoller. Bin mit meinem zufrieden. Ladungsstoß ist auf jeden Fall besser wie Funkensprung. Spezialverteidigung. Wieder mal eine Schockwelle. Elektroknirscher. Überbiss auf jeden Fall. Nehme ich sogar den Eigutschein Plus. Ja, wir nehmen mal die Dinne rein. Machen mal einen Überschallknall. Parabolladung, müssen wir uns heilen. Lichtkanone. Haben wir eine Schwebe für 5? Brauchen wir nicht, weg. Na
Nugget. Arena-Liner, was hat er auch Elektro? Na klar. Das heißt, wir gehen auf Ränkeschmied. Wir machen nochmal Ränkeschmied. Und nehmen Überschallknall. Lebt da. Hier, Magnesium Hammer. Donnerblitz. Überladungsstoß, natürlich. Erholung. Vollkommen geheilt und schläft aber für 2 Runden. Nehmen wir nicht. Narcher ist zum Einschläfern, nehmen wir auch nicht mit. Wir probieren es. Er ist schneller als ich. Aber ich überlebe den. Ah, der hat Lärmschutz. Elektro. Nirscha. Zweimal rein. Passt. Arena-Leiter Walter besiegt. Damit haben wir die ersten 50 Wellen geschafft. Unser Electro-Run läuft ganz gut. Wir kommen ins Dojo. Da ist eher Kampf-Pokémon angesagt. Schauen wir mal, wie der Run weiterläuft. Uns fehlt noch ein Pokémon. Dann haben wir ein volles Team. Mal schauen, ob wir noch ins Kraftwerk kommen sollten. Ansonsten vielleicht auf dem See gibt es Lampi noch. Oder den Vogel könnten wir noch kriegen irgendwo. Den Blitzvogel, der Voltrian. Schauen wir mal. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne Like, Abo, Kommentar da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bye, bye.